Ja, das ist alles scheiße. Ja, das haben wir auch schon 100 Mal gesehen. Aber das ist genau das, was die Leute sehen wollen. Ja, eben nicht. Das ist einfach nur das Erste, was dir bei Create Your Own Path einfällt. Und das ist mit Sicherheit auch das, was 80% der anderen Filme als Message haben. Wir haben jetzt aber langsam echt auch schon Zeitdruck und drehen müssen wir auch noch. Von den Ideen wird es auf jeden Fall nichts. Warum eigentlich Message? Die Leute wollen eh nur sehen, wie es kracht. Da ist was dran. Wir können auch einfach alles ineinander rein, was geil ausschaut. Das ist eine geile Idee. Okay, Mädchen im Wald, es schneit, die Haare wellen. In Zeitlupe. Dramatische Drehung, ihre Augen strahlen. Ja, und dann eine krasse Überblende. Und dann steht die Hauptdarstellerin auf einer Bühne und das Publikum klatscht. Boom, Kick von der Seite, Geiselnahme. Brutale Wackel-Action-Kamera, Publikum in Panik. Und dann ist ein Retter im Publikum, ein Held und er wirft irgendwas, er wirft ein Baby auf die Bühne. Babys schmeißen ist nicht cool. Okay, der Retter aus dem Publikum rennt auf den Terroristen zu. In Zeitlupe. Oh. Boom, ein Baby in sein Gesicht. Auch in Zeitlupe. Ja! Keine Babywitze! Wir brauchen auf alle Fälle eine fette Explosion. Ja, Mann, alles explodiert einfach. Warum sollte jetzt was explodieren? Und alle sterben! Warum sollten jetzt alle sterben? Warum dürfen Menschen sterben, aber Babys nicht fliegen? Warum explodiert denn jetzt was? Wegen der Action. Message, wir brauchen eine Message. Action. Message. Action. Stopp! Mädchen im Wald, Terroristen, Explosion. Wir scheißen einfach voll auf das Thema, dadurch createn wir auch irgendwie unseren eigenen Path. Damit ist das Thema dann wieder gegessen, passt, so machen wir das.